Das ist jetzt alles Dirty Iron Ore. Okay. Wie zum Geier mache ich jetzt Iron Ore sauber? Also es kann sein, dass alles Pre-Patch-Eisen dreckig ist. Und dass alles neues Eisen, was jetzt nach dem Patch produziert wird, dass das denn das Richtige ist. Oder es ist wirklich so gewollt und man muss jetzt immer einen Zwischenschritt haben, dass man das Eisen irgendwie waschen muss. Ich setze einfach mal eine Fabrik hin und guck. Das ist eine Zentrifuge, keine Fabrik. Das ist auch eine Zentrifuge. Das ist eine richtige Fabrik. So, was haben wir da für Rezepte für dich? Steine? Nein. Ich würde gern Eisen waschen. Lass mich raten, wir brauchen noch eine neue Forschung. Ja, richtig. Zentrifuge Processing. Braucht eine Zentrifuge, hat als Produkt Eisen. Und komisches Wasser, wahrscheinlich dreckiges Wasser, hm? 25 Copper Chunks. Ja. Okay, also die Änderungen machen das Spiel einfacher, dadurch, dass die Dinger kleiner sind. Aber sie machen sie auch schwieriger durch mehr Zwischenschritte. Also ich brauche jetzt ein Die müssen eigentlich alle Stein herstellen, die Dinger hier. Ich stell dich mal um, stell mal bitte Stein her. Dann kriegst du ein Ärmchen. Und tust hier in eine Kiste Stein rein. Und das wird dann eine aktive Provider Chest. Damit das immer in Logistikkisten irgendwo hingeschmissen wird. Später von den Robotern. Ja. Okay. Also die Forschung rattert jetzt durch. Wir haben jetzt kein Eisen die ganze Zeit über, was sehr lästig ist. Ich kann jetzt die Zentrifuge jetzt schon aufbauen. Ja, aber ich habe kein Rezept dafür. Okay. Okay, also während das wartet, kann ich... Wofür brauchen wir jetzt Liquid Air noch? Wir könnten das alles viel, viel kompakter bauen. Oh, mein Gott. Ich reiß das hier mal ab. Das war für die zigtausend Lava-Hände, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Den Platz können wir anderweitig nutzen. So. Forschung scheint gut zu laufen. Mein Spielerinventar sollte mehr craften. Bau mehr Speedmodule. Wollen wir euch Speedmodule geben? Nee, lass mal. Ja, hier ist auch dreckiges Eisen drin. Ah, die 1600 Lava staut sich schon mal. Also wenn wir nachher anfangen können mit dem eigentlichen Einschmelzen, werden wir richtig schön viel Lava über haben. Aber hier fehlen die halben Ärmchen. Bau bitte fast, very fast, close, was? Fast, long, nein. Ach Gott. Ich muss mir das Muster erstmal genau angucken. Also Burner. Das sind die alten. Das sind Basic Inserter. Also das hier sieht so aus, als wenn es geordnet wäre. Blau, blau, blau. Aber das ist nicht so. Fast Shorter Long-Handed Inserter. Ich will jetzt einen sehr schnellen kurzen. Also sehr, very fast short. Oder fast close Inserter. Und davon bräuchte ich dann mehr. Und ich muss mir irgendwo Eisen klauen. Da staut sich Eisen. Jetzt nicht mehr. So. Da ist auch überall Eisen. Für die Fabriken hier unten, die nicht mehr laufen. Genau, weil du brauchst auch noch einen halben. Bau ganz viele halbe schnelle. So, halb schnell, halb schnell. Hier sind doch bestimmt irgendwo noch Fehler mit drin wegen den halben. Genau, du packst die halben nicht mehr zurück. Dahin. Das ist auch ein Fehler. Genauso wie du keine halben zurückpackst. Du klaust einfach das ganze Kupfer. Du machst da einen wieder hin.
legst die Sachen da drauf. Du legst das Kupfer nicht mehr raus. Du legst das Kupfer nicht mehr raus. Du legst die Steine nicht mehr raus. Die Steinzahnräder meine ich. So. Und ich brauche neue, schnelle, halbe Ärmchen. Ich brauche mehr Eisen. Forschung ist zur Hälfte durch. Ihr seid fleißig am Arbeiten. Ja, ihr habt doch alle schön viel sauberes Wasser. Das ist gut. Warum habe ich hier ein Brennstoffproblem? Ach so, weil du auch keine mehr rauslegst. Ja, okay, kleinen Moment. So. Jetzt müssten Brennstoffblöcke ankommen. Der schnappt sich die. Genau, hier ist noch ein bisschen was auf Vorrat. Alles gut, alles gut. Also es hätte wesentlich schlimmer laufen können mit der Patch-Geschichte. Also es wird noch überall kleinere Problemchen geben, aber die fallen mir hoffentlich schnell genug auf. Wenn nicht, einfach in den Kommentaren schreiben, auch wenn das hier immer so ein, zwei Tage verzögert sind. Aber das kriegen wir schon alles gefixt. Noch sind die Beißer ja auch relativ ruhig. Dum, 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 dum. Flüssiges Eisen 0, ja. Okay, hier weitermachen. Du legst bitte schnell raus, dreimal hier. Du hast noch Eisen drin. Gib her. Oh. Gib her. Noch mehr davon. Du musst auch halbe haben zum Rauslegen. Da. Weil die hier waren zuständig für die linke Seite und die hier waren zuständig für die rechte Seite. Hm, habe ich noch irgendwo Eisen? Nee. Kann ich in einem ganz normalen Schmelzofen... Das müsste doch gehen, oder? Haben wir hier noch irgendwo ganz normalen Schmelzöfen? Das dreckige Eisen einfach reinschmeißen. Weil wenn man das Spiel gerade startet, hat man eigentlich nicht so die ganzen Ressourcen, um ne, die ganzen Klimbimmen vorher zu machen mit dem Reinigen, der Zentrifuge und so weiter. Also nehme ich jetzt einfach... Wo bist du? Da. Electric Furnace. Hatten wir nicht irgendwo auch noch händisch welche hingestellt? Na, egal. Oh, 13. Ich hätte eventuell keine bauen müssen, hm? Ja, geht, sehr gut. Das hier sind jetzt meine privaten Eisenproduzenten. So lange, bis das System wieder läuft. Bitteschön, 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 bitteschön. So. Gib mir ganz viel Eisenerz. So. Damit kann ich dann die ganzen Sachen bauen, die ich jetzt während dieser Umschwungphase herstellen muss. Hier. Zing. Zing. So. Eisen, Eisen, Eisen. Klick, 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 klick. So. Ärmchen. Ganz viele halbe Ärmchen. Klick, 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 klick. Noch mehr halbe Ärmchen. Oh, ganz schön viel Eisen. So, Forschung ist gleich durch. Sehr gut. Dann können wir die Säuberungsgeschichte machen. Stopp. Tee? Tee da. Wir brauchen dafür Wasser. Sauberes Wasser. Das heißt, wir machen die Reinigungsgeschichte wahrscheinlich einfach irgendwo hier. Zentrifuge. Ja, nee. Okay, stopp. So, wo sind die Zentrifugen? Da, eine. Das ist nicht viel. Du kommst jetzt bitte da an, gehst da rum. Du gehst bitte da hoch. Wir brauchen mehr Zentrifugen. Dafür brauchen wir Eisen. Ja, hole ich gleich. Du nimmst bitte erstmal mit einem schnellen, normalen Ärmchen, das wir nicht mehr haben. Bau 5 schnelle, normale Ärmchen. Da. Du tust das bitte da rein, tust es da raus. Du machst bitte Eisen. Du brauchst dazu Wasser, okay. Wasser holen wir uns von hier, bringen wir nach da. Schließen wir da an. Obwohl, warte, wir sollten das Ganze... So. So.
so machen. Damit die mehr nebeneinander passen. Okay, du hast jetzt Wasser. Warum nimmst du kein dreckiges? Oh nein. Oh doch. Oh, sehr schön. Also wir müssen ja auch noch das dreckige Wasser loswerden. Fällt mir gerade auf. Oder wird mir gerade vor Augen geführt. Das heißt, wir nehmen das dreckige Wasser jetzt hier raus. Packen das hier hin. Oh Gott. Dann brauchen wir einen von den Staubsaugern. Bau bitte ein. Na. Haben wir noch Tanks? Ja, da. Sludge. Oh, das ist wieder was anderes. Oh Gott. Ich dachte, es wird jetzt dreckiges Wasser produziert. Und das dreckige Wasser können wir dann wieder filtern, um wieder Steine zu bekommen. So, und das muss alles weg. So, und da muss eigentlich ein halbes Ärmchen hin. Na, wir brauchen zwei Zentrifugen. Okay, also du machst die linke Seite. Dann kommt hier noch eine Zentrifuge hin und dann mehr Speedmodule. So, jetzt müssten hier oben die ersten Eisenplatten wieder kommen. Ja, okay, okay, okay. Mehr Zentrifugen, viel mehr Zentrifugen. Und das bräuchten wir für Kupfer eigentlich auch nochmal. Das bringt meine ganze Planung hier durcheinander, was die Platzierung angeht. So, nee, das ist okay. Du hier, dreckiges Eisen. Arbeite mal durchgehend. Und bau mal bitte Speedmodule MK2. Haben wir keinen Chips für, machen wir gleich. Ich brauche die Eisenplatten hier. Her damit. Ich bin wichtiger als meine Maschinen. So. Staubsauger? Nein. Ich wollte eine Zentrifuge bauen. Oh, dafür brauche ich noch mehr Eisen. Oh, oder Eisenzahnräder direkt. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Hol mal von hier oben, bitte. Oh, die Kiste ist leer. Warum? Oh, du hast kein halbes Ärmchen, um das Ganze wieder rauszulegen, ne? So. Ja, okay. Immer noch nicht genug. Eisen, 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 Eisen. So, eine Zentrifuge noch. Hier staut sich das, ist okay. Aber das wird. Also ich denke, mit zwei Zentrifugen, die komplett arbeiten mit MK2-Modulen später oder noch höheren, das sollte denn quasi keinen Verlust mehr machen. Wozu der Sludge jetzt allerdings ist, ist die nächste Frage. Es wird bestimmt irgendeinen Verwendungszweck haben, ich weiß nur nicht welchen. Glas, Resin. Na gut, Zentrifuge, da. Du stellst bitte her Eisen. Und zwar so rum. Dann gehst du da runter. Hast kein Strom. Ja, das ist okay. So. Dann bringst du bitte den Sludge nicht da. So unpraktisch. Ja, wir bauen jetzt nicht dafür, dass es gut aussieht oder super ist oder was auch immer. Es soll nur erstmal funktionieren. So, Sludge kommt da an. Du stellst das her. Du nimmst jetzt ein Ärmchen. Das war ein ganz normales. Du hast es da raus. Und nimmst hier ein halbes Ärmchen. Du tust es da hin. Okay. Sludge-Ding ist gleich voll. Ja, also wenn es wirklich nur ein Abfallprodukt ist, kann ich das Ding ja immer wieder zerstören, theoretisch. Aber ich habe den starken Verdacht, dass ich es noch brauchen werde. Bau noch mal einen von den Staubsaugern. So ad hoc sehe ich da aber nichts. Doch, warte mal hier. Stahl, Kupfer, nein.
Claybrick. Water. Hier, Sludge. Drei Stein, zwei Kupferklumpen, ein Eisenklumpen aus 15 Sludge gemacht in gelben Dingen. Also wahrscheinlich wieder eine Zentrifuge.